Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Heute möchte ich weitermachen mit 3D-Modellen. Hatten wir ja im letzten Tutorial bereits begonnen. Als erstes dazu legt ihr euch bitte in eurem KiCad-Verzeichnis einen Ordner 3D an. Hier werden wir also dann unsere 3D-Elemente unterbringen. Und ich habe hier schon mal heruntergeladen ein Bauelement von der Firma Alps, das ist ein Potentiometer. Es gibt viele Hersteller, die mittlerweile 3D-Elemente, Bauelemente auf ihren Webseiten anbieten. Das spart dann das Konstruieren mit FreeCAD, was ich auch noch zeigen werde. Und ich habe das also hier runtergeladen, www.alps.com, und dann muss man mal schauen, Potentiometer und hier RK09K. Und wir sehen dann hier hinten die 3D-CAD-Modelle. Die kann ich dann hier downloaden, und wenn ich das gedownloadet habe, habe ich dann hier dieses ZIP. Wenn ich das auspacke, habe ich diesen Ordner, und dann ist hier eine README-Datei. Ich habe hier ein Bild, wie das Bauelement dann aussieht, und ich habe hier, das ist das Wichtigste, die sogenannte STEP-Datei, die dann meine 3D-Form beinhaltet. Kann man sich mal anschauen. Ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Textdatei, in der halt die Einzelelemente abgelegt sind. So, ich schließe das hier wieder. Auch hier mache ich wieder zu. Ich öffne jetzt mal unser KiCad. Und ich habe hier erstellt ein KiCad FreeCAD Tutorial, um euch die 3D-Elemente zu zeigen. Was habe ich gemacht? Ganz schnell und einfach. Ich habe hier zwei Konnektoren, einen zweipoligen und einen achtpoligen genommen, habe acht Resistoren angeschlossen und ein Potentiometer, die Powerflex gesetzt, annotiert, DAC-Check laufen lassen, und habe dann anschließend hier Footprints zugewiesen, alles schon in entsprechenden Tutorials gezeigt. Sind hier zwei JST-Konnektoren, dann vier bedrahtete Widerstände und hier vier SMD-Widerstände mit 1206 Bauform und das Potentiometer von der Firma Alps, ein RK09K Single Horizontal. So, das wieder geschlossen, dann die Netzliste erzeugt und das Ganze auf eine zu einer Platine gemacht. Ich habe mir jetzt hier mal die Widerstandswerte gespart, die müsste man jetzt natürlich hier noch eintragen, das sei aber an dieser Stelle mal dahingestellt, brauchen wir hier nicht. Zumindest für unser 3D-Modell nicht. Widerstand bleibt Widerstand. So, wir haben dann hier eine kurze Platine. Die habe ich hier schnell mal erstellt, indem ich zwei Netzklassen vergeben habe. Die möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar einmal mit 0,5 mm für die Stromversorgung und hier fürs Signal 0,3 mm. Und das habe ich dann hier entsprechend zugewiesen. Und habe das Ganze dann exportiert als Spectra DSN-File, habe es autorouten lassen und dann als Spectra Session-File wieder importiert. Die Bauelemente habe ich, die vorher natürlich hier mit dem Autoplatzieren-Modus platziert, außer den achtpoligen Konnektor und das Potentiometer, das hatte ich fest vorher positioniert. Ja. Und ich habe dann einen Edge Cut noch erstellt, hier mit so einem Durchbruch in der Mitte und einigen runden Ecken, einmal negativ und hier die positiven Ausführungen. So, als nächstes möchte ich euch zeigen, wie das Ganze dann in der 3D-Ansicht aussieht. Wir haben hier also Ansicht 3D-Betrachter. So sieht das also dann aus. Und wenn ihr das öffnet und habt dieses Alps noch nicht eingebunden, wird hier alles geladen. Diese Bauelemente findet also KiCad in den mitgebrachten 3D-Bibliotheken. Das sind also hier diese 1206er SMD-Widerstände, die bedrahteten Widerstände sind drin und diese JSD-Konnektoren auch. Und ich habe hier auch mal mit der Funktion Wenden zwei solche Widerstände auf die Rückseite gepackt. Ja, wie kriegen wir jetzt unser Potentiometer hier auf die Platine? Dazu schließe ich das Ganze mal und ich gehe hier
auf mein Bauelement, dieses Potentiometer, drücke die Taste E und ich komme jetzt hier an die 3D-Einstellungen. Und ihr seht jetzt hier oben schon den Link, den ich hier auf diese Datei verlinkt habe, den schmeiße ich jetzt mal raus. Damit würde das so aussehen. Wir haben das jetzt also noch nicht eingebunden, so sieht das Original aus und wir wollen das jetzt einbinden. Dazu gehen wir hier auf dieses Symbolpfad hinzufügen und ich ziehe das hier mal größer, dass man ein bisschen, halt, falsches Fenster, dass man das ein bisschen besser sieht. Automatisch springt KiCad hier in den Packages 3D-Ordner, der mitgeliefert wird. Wie gesagt, hier könnten wir jetzt nach diesem Bauelement suchen, diesem Alps. Wir werden es aber nicht finden. Ich spare mir das jetzt. Deshalb schließen wir hier und wir gehen ganz nach oben. Wir sehen dann hier die Wurzel vom Linux-Dateisystem. Beim Windows ist das dann wahrscheinlich C. Ich wechsle jetzt mal hier ins Home Directory. Dann haben wir ja hier KiCad. Wir haben den 3D-Ordner. Wir haben nochmal diesen ausgepackten Ordner vom ZIP-File und ich wähle jetzt hier dieses Step-File an. Und damit wird das auch schon hier drüben sichtbar. Das ist jetzt also angewählt. Ich kann es jetzt auch hier schon bewegen. KiCad verwendet übrigens den gleichen Gesture-Modus, den ich euch im letzten Tutorial auch gezeigt habe, wie man es einstellt. Nämlich mit der Maustaste gedrückt halten, linke Maustaste gedrückt halten und die Trackball oder den Mauszeiger bewegen. Und ich kann also jetzt hier mein Bauelement dreidimensional drehen, solange ich die linke Maustaste gedrückt halte. Mit dem Mausrad kann ich entsprechend rein und raus scrollen, diese Funktionen auch schon mal ein bisschen üben und merken. Das brauchen wir dann später fürs FreeCAD. Da kommen wir dann auch noch dazu in einem der nächsten Tutorials. So, mit OK bestätigen und et voilà, wir haben unser Bauelement hier auf unserem Platinenausschnitt. Auch diesen Platinenausschnitt kann ich jetzt hier 3D bewegen und wir sehen natürlich, dass das jetzt hier alles nicht funktioniert. Das Bauelement wird erstmal irgendwie im Raum positioniert. Und dafür haben wir jetzt hier, um das zu ändern und richtig zu platzieren, unsere Auswahlfelder für Drehung, Skalierung und Offset. Beim Skalieren bitte so lassen, auf 1, 1 zu 1, wir machen das ja nicht größer, sondern wir werden jetzt hier erst einmal drehen. Ihr seht also jetzt hier, wenn ich hier klicke, dreht sich das Ganze und wir gehen erstmal auf 90 Grad. Dann machen wir hier unten auch gleich 90 Grad, das kann ich gleich so reinschreiben. So. Und wir sehen schon mal, dass unser Potentiometer jetzt gedreht wurde. Jetzt müssen wir natürlich noch etwas in der Höhe. Das ist also unser Offset. Ich gehe mal davon aus, dass es in der Z-Achse ist. Genau. Wir haben also jetzt hier unseren Z-Achsen-Offset. Wir schieben unser Bauelement nach oben. Drehen jetzt die Platine. Dann müssen wir in der Y-Achse etwas nach links. Im Zweifel dann durchaus mal probieren und dann in der X-Achse noch etwas nach vorn. So, jetzt können wir hier mal reinzoomen. Wir sehen also, diese drei Pins sind noch nicht ganz exakt positioniert. Hier sieht man es, sind noch nicht ganz exakt positioniert. Deshalb gehen wir hier nochmal im X-Offset noch etwas zurück. Und wir sehen, jetzt sitzen die also hier exakt in unseren Bohrungen. So, damit ist unser Bauelement fast positioniert, nämlich in der Höhe fehlt es noch. Wir müssen also noch ein bisschen nach unten. Auch da mal hier zwischenzeitlich ein bisschen positionieren. Ihr seht, ich kann das jetzt hier im Prinzip eintauchen lassen und auch wieder heraustauchen. Wir sehen also hier diese Kante. Ich setze die jetzt mal mit den Wert nach unten und jetzt sitzt es also auch sauber auf der Platine auf. Ich kann natürlich jetzt hier auch, wenn ich plus minus nutze, seht ihr, haben wir hier immer 0,5 mm Schritte. Ich kann natürlich hier auch
0,3 eingeben, dann wird eben entsprechend um 0,3 oder um 0,1 Millimeter weiter positioniert. So, wenn wir das haben, können wir das mit OK bestätigen und unser ganzes Projekt dann im 3D-Viewer betrachten. Wir sehen also jetzt hier, wie gesagt, die Bauelemente betrachtet sind automatisch geladen worden, die JSD-Konnektoren und unser Potentiometer sitzt richtig. Damit können wir jetzt hier schließen und ich speichere jetzt unsere Platine ab. Ich schließe KiCad und öffne FreeCAD. Wenn wir FreeCAD geöffnet haben, ich zeige es hier nochmal in den Einstellungen, bitte aufpassen, in den Moment, Anzeige, hier die 3D-Navigation bitte auf Gesture stellen, Orbit Style Trackball und die Markergröße auf 15 Pixel, damit man dann auch sauber richtig positionieren kann. So, das waren die Grundeinstellungen und hier beim KiCad Step-Up GUI ist einmal unser mitgelieferter 3D-Package-Ordner schon eingestellt und ich muss hier in den Grundeinstellungen noch den 3D-Ordner anwählen, den ich noch haben möchte für meine eigenen 3D-Modelle. So, wenn wir das anwenden, ist das Ganze hier drin und ich habe jetzt hier schon die KiCad Step-Up Workbench geöffnet. Das ist also unser Workbench und wir haben hier oben als erstes einmal diesen Button Load KiCad PCB Board and Parts. Wenn ich das jetzt öffne, sehen wir hier, ich hatte schon von meinen vorhergehenden Versuchen sich den Ordner gemerkt, müssten wir jetzt hier also Home KiCad FreeCAD Tutorial und er findet hier auch unsere PCB, unsere Platine. Und wenn ich jetzt hier mit Doppelklick drauf mache, gehe, wird unsere Platine geladen. Und ich erhalte anschließend ein Info, dass hier alles geklappt hat. Beziehungsweise, wenn es nicht funktioniert hat, erscheinen hier Fehlermeldungen, welche Bauelemente zum Beispiel nicht importiert werden konnten. So, und jetzt habe ich hier also ein 1 zu 1 3D-Modell meiner Platine im FreeCAD. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier ein Gehäuse außen herum konstruieren. Oder was ich auch machen kann, ich möchte erst einmal die Tracks hinzufügen. Auch das machen wir noch. Jetzt werden hier noch die Leiterbahnen hinzugefügt und die Dukos, wenn das hier drin ist. Und ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Bauelement hier anwählen. Ich könnte jetzt also hier in meinem Modell, Moment, meine Bauelemente entsprechend bewegen. Wir sehen also hier unseren, so, das wollen wir mal hier drüben haben. Wir sehen also jetzt hier unseren Modellbaum und hier sind jetzt alle einzelnen Elemente drin. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Bauelemente und wenn ich jetzt hier auf dieses Bauelement, ich mache nochmal zurück, wir sehen also jetzt hier die Top-Seite. Und hier sind alle Bauelemente als Körper, 3D-Körper aufgeführt in diesem Top-Naming oder auf der Top-Seite der Platine. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel unser Potentiometer anklicke und einen Doppelklick drauf mache, dann kommen wir hier zum Beispiel in diese Bewegungsseite. Und ich könnte jetzt hier mit diesem 3D-Element verschieben. Das heißt, ich könnte jetzt hier auf der Platine noch diverse Positionierungen vornehmen. Was sich da im Einzelnen dahinter verbirgt, möchte ich nochmal in einem weiteren Video zeigen, denn ich kann jetzt hier Bauelemente im 3D verschieben und kann das Ganze dann wieder auf meine KiCad-Platine zurückspiegeln. Das heißt, ich kann dann im KiCad wieder weiter bearbeiten und nochmal neu routen lassen, weil ich vielleicht festgestellt habe, dass dieses
Potentiometer hier auf diese Seite soll. Das werde ich euch dann in einem nächsten Video zeigen und ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich denke, ihr habt jetzt erstmal in kleineren Schritten genug zu tun. Ich möchte hier nicht zu viel zeigen, das führt sonst zu weit, weil 3D ist meiner Meinung nach nicht ganz trivial und erfordert viel Einarbeitungszeit. In diesem Sinne, schönen Abend noch und viel Spaß mit den ersten Gehversuchen in 3D.